Bestien treiben sich hier rum. Wir müssen wirklich auf der Hut sein. Hier bei Let's Play The Last of Us. Wir brauchen dringend eine Schlüsselkarte zum Öffnen einer Tür da vorne. Und ich habe keine Ahnung, wo die sich befindet. Wahrscheinlich haben die Viecher unter Kontrolle. Oh, geil. 10 Erfahrungsdrops, die ich beinahe übersehen hätte. Das wäre natürlich richtig übel geworden. Da kann ich mich mal kurz hier reinfuchsen. Und ich glaube, ich erhöhe mal ohne Scheiß die Lauschmodus-Distanz. Wenn man so den Radius erweitert hat und so die Viecher in dem Fall wie vielleicht jetzt besser ausmachen kann. Wenn man dann lauscht und sich umhört, wo könnten die Bestien sein? Wo könnten die sich aufhalten? Wie weit sind die noch entfernt? Ich höre einen Atem. Das ist nicht unser eigener. Da drin muss sowas sein. Ich brauche irgendwie einen Stock noch oder so. Irgendwie haben wir alles verprasst, was wir haben. Und jetzt fängt doch noch die Taschenlampe wieder an zu wackeln, ey. Muss das sein? Komm, schau dich hier um gut. Da lag was. Ah, voll, okay. Geil, Munition für die Schrotflinte. Die können wir gut gebrauchen in dieser Situation. Und wer zur Hölle hat diese gottverdammte rote Schlüsselkarte? Wahrscheinlich einer von den Mitarbeitern hier, die sich verwandelt haben in Infizierte. Irgendwie sowas muss das sein. Ich wittere es quasi. Na, kurz auf Toilette gehen. Na, nehmen wir den Stock mit. Besser als nichts. Besser als nichts. Und die haben sich auch fast schon alle in Klicker verwandelt. Hat man ja in der letzten Folge gut gesehen. Boah. Ich dachte gerade, da kommt was. Aber da kam gar nichts. Uah. Wieder überall diese Pilze. Da verstehe ich auch, warum manche Leute keine Champignons mögen. Ich mag die ja super gerne. Ich esse super gerne Pilze, aber manchmal sehen sie da noch ein wenig ekelhaft aus. So, Lauschmodus. Komm, haben wir ihn schon geskillt? Der Raum scheint sicher zu sein. Scheint zumindest so. Verlassen würde ich mich nicht darauf. Aha. Karmak the Slayer. Wir sind doch verdammt nochmal in der Nähe von dieser Kreatur, oder? Da muss doch irgendwo... Müssen wir da runter? Ich glaube schon, oder? Ach du Scheiße. Müssen wir hier wieder hin? Hier der Zombie mit der Schlüsselkarte, der nicht Zombie genannt werden will, sondern Infizierter. Oh, hier ist ein Generator. Gucken, was passiert, wenn wir den wieder anhauen. Und nochmal bitte. So, Strom ist wieder da. Ist das Wasser jetzt elektrisch oder kann ich da durchwatschen? Aber so können wir die natürlich anlocken. Und so kommen die in unsere Nähe. Und das nicht gerade in geringfügiger Zahl. Boah. Scheiße, ich wollte gerade abhauen. Wollte so ein schönes Molly für die vorbereiten, für die Penner. Boah! Alter! Horror! Halt deine Fresse! Meine Fresse, deine Fresse. Boah. Scheiße. Verpiss dich, du ekelhafte Bestie. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp. Irgendeiner von euch Pennern muss doch so eine scheiß Schlüsselkarte haben, oder? Ach du Scheiße. Boah. Wo? Ich hab sie erwischt. Ich hab sie tatsächlich irgendwie aus der Hüfte raus erwischt. Meine Fresse, Alter. Wie fies. Boah, Freunde, das ist echt zu heftig, ey. Es bekommt wirklich so einen leichten Horror-Touch jetzt, das Spiel. Also, hatte ja vorher schon ein bisschen Horror-Einflüsse, aber jetzt macht es ja langsam Cry of 4 Konkurrenz. Oder eben Penumbra, wobei ich Cry of 4 fast noch krasser finde.
Okay, weiter. Ich glaube, das sind noch weitere. Oder? Haben wir jetzt alle umgebasht. Erfolgreich. Irgendwo muss hier diese Schlüsselkarte sein. Der Generator scheint auch gar nicht mehr zu laufen. Voll der Betrug. Hier liegt nur eine Tüte Chips. Tortilla-Chips. Nee, ich will den Ziegel behalten. Ich will den Ziegel behalten. Am liebsten will ich mal genau so einen Ziegel jemand ins Gesicht donnern. Vorsicht. Hier treibt sich irgendwo noch einer von denen rum, aber wo ist der? Der springt bestimmt gleich so ganz mies um die Ecke und ich kriege einen Herzinfarkt. Und dann ist das Let's Play vorbei. Noch schlimmer ist da nur Cry of Fear, ey. Ob ich den Generator nochmal anschalten sollte, um den irgendwie anzulocken? Vielleicht ist das die Devise. Ich glaube, das mache ich mal. Vorher. Ah, der ist noch an. Der ist noch an, der Generator. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Vielleicht ist der ja nach oben gelaufen oder so. Oh oh. Ich lausche und lausche, aber ich höre nichts. Ich kann nichts vernehmen. So, wenn das jetzt mehrere werden, haben wir ein Problem. Deswegen nehme ich echt mal, so leid es mir tut, aber ich gucke ganz kurz mal, ob ich noch ein... Ja, immer noch nicht. Uns fehlen immer noch ein paar beschissene Lumpen. Dann muss ich das letzte Medikit jetzt eigentlich nehmen. So einfach aus Gründen der Vernunft. Denn wer weiß, was jetzt noch gleich hier vor uns steht. Au, Backe. Ja gut, den haben wir ja auch schon umgemürzt. Aber wir haben keine rote Schlüsselkarte bekommen, oder haben wir... Haben wir irgendwo eine aufgehoben, die ich übersehen habe, nicht gesehen habe? Und wo sind die gottverdammten... Das ist wieder nur ein Ziegel. Ich könnte ja einfach mal einen Molly irgendwo hinwerfen, so als ich kommt her Motto. Ich warte ja auf euch. Aber, nee, da kommt keiner. Ich warte hier auf euch, ihr verdammten Bestien. Zeigt euch, ich höre euch doch. Ich höre doch eure Atemzüge, die letzten, die noch durch euren Körper strömen. Ah, Taschenlampe wieder übelst am Wackeln. Müssen wir hier nochmal runter, vielleicht? Ih, den Raum mag ich gar nicht. Aber wissen, sie können auch durch Wasser waschen. Ja, und die Schlüsselkarte habe ich immer noch nicht. Verdammte Hacke, ey. Irgendwo muss sie ja sein. Ich springe jetzt hier runter. Ich gehe jetzt auf Risiko. Denn irgendwo muss ich das Teil ja rumtreiben. Sorry, Leute, wenn es ein bisschen länger dauert, aber ihr kennt das ja selber. So ist es ja einfach manchmal. Warte mal, da lag was am Boden. Das war aber wieder nur eine Flasche. Flasche oder Ziegelstein. Finde die Schlüsselkarte. Will der mir jetzt anzeigen, dass ich da die Schlüsselkarte für das Ding da oben wahrscheinlich finden muss, ne? Ja, das ist ja ein ganz toller Tipp, mein Lieber. Wahrscheinlich schon. Oder hat er die Schlüsselkarte jetzt hier? Guck mal, da liegt sie. Saraza, du alter Vollnasenbär. Such dir 15 Jahre nach der Schlüsselkarte und da liegt die direkt vor dem. Nee, tatsächlich, wird mir der doch offensichtlich was anderes als Ziel angezeigt, oder? Irgendwie muss ich wahrscheinlich einfach nur den letzten Hampelmann finden und der hat die dabei. Na komm schon! Ich warte auf dich, Kreatur. Die sich wahrscheinlich doch irgendwo unten rumtreiben muss. Obwohl, es kann natürlich auch sein, dass das jetzt gerade die Atemzüge und ich mich die ganze Zeit vertue, dass wir gerade den Atem hören von unserem Helden, Joel, weil der ja in einer Gasmaske steckt. Und dann atmet er ja bekanntlich was lauter. Ah, da vorne muss also die Schlüsselkarte sein. Ho, ho, ho. Alter, sorry. Die hätte ich mir natürlich auch so
Hotelschlüsselkarte ansehen. Karte zur Sicherheitstür vom Hotel Grand. Grand Hotel, ein Grand Hotel. Das Gesamt ganz fein ist. Da waren wir sogar schon, Mann. Natürlich habe ich das Poster gesehen, die Schlüsselkarte aber nicht. Der blindes Huhn. Sarazar, echt. So, jetzt können wir hier wieder rüber. Und jetzt können wir hoffentlich da durchmarschieren. Ich habe schon wieder Zeit vertrödelt hier wegen so einer stupiden Schlüsselkarte. Schwinge ich mal meinen Hintern ein bisschen nach vorne. So. Gut. Ab da durch. Geschafft. Ach, so viel dazu. Ich muss zu Ellie. Hoffentlich kommen wir jetzt hier auch hoch. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee wäre, jetzt hier hoch zu laufen, aber ich will mich natürlich beeilen. Wer weiß, ob Ellie da noch steht. Wir haben jetzt Ewigkeiten gebraucht. Hoffentlich hat sie sich gut versteckt. Hoffentlich. Was ist das denn? Gibt's ja gar nicht. Gut. Sind wir wieder auf der Toilette. Oh, das sieht aber verdammt vergilbt aus. Was haben wir hier? Oh, Pfeile. Munition. Ab dafür. Und mittlerweile ist die Knarre ja richtig voll. Die lade ich mal nach. Dann können wir die im Notfall auch anwenden. Oh, hier noch mehr Munition. Steht auf dem Klo. Kann ich gerade nicht lesen. Auf jeden Fall sieht das Klo ein bisschen Trainspotting-like aus. Wer den Film kennt, der wird verstehen, was ich damit meine. Ziemlich lustiger Film übrigens. Aber auch einer mit einem... mit einer interessanten Intention. Mit einer interessanten Idee. Denn Drogen, gerade Heroin, sind nicht gut. So. Hier können wir noch ein bisschen basteln. Hier müsste es doch ganz gut gehen. Ja, ne, sehe ich auch so. Was haben wir denn? Nachladetempo für die Pistole. Ich habe natürlich jetzt auch die Pistole voll vernachlässigt, aber die Schrot habe ich oft benutzt in letzter Zeit und die war echt gut. Die Magazinkapazität wäre ganz clever, glaube ich. So. Ja, das ist gut. Ich hoffe, das war richtig. So, ihr hattet mir ja letztens noch geschrieben, was ich mal gucken soll, was ich skillen soll. Schrotflinte haben auf jeden Fall ein paar gesagt, waren natürlich auch ein paar andere Hinweise, war sehr durcheinander. Ist schwer zu beachten halt auch alles dann, weil jeder halt irgendwie was Unterschiedliches will. Genau wie manche sehen wollen, dass ich dadurch stolziere und Action mache und alle umballer, bam, bam, bam. Und einige sagen wiederum, Sarazar, mach doch nicht so eine Action. Schleich dich doch mal lieber dadurch. Und ich probiere ja irgendwie so einen Mittelweg zu finden. Also ich probiere immer zuerst zu schleichen, aber das klappt ja meistens sowieso nicht. Insofern kommt dann auch die Action zeitweise nicht zu kurz. Gut, hier waren wir jetzt drin in der Räumlichkeit. Dann marschieren wir weiter in Richtung Ellie. Die ja schon jetzt echt länger mittlerweile alleine da vor sich rumvegetiert. Oh Mann, wie gesagt, ich hoffe, da ist nichts passiert. So, da kamen wir her. Wir müssen weiter nach oben. Theoretisch waren wir ja schon da oben, wenn dieser beschissene Aufzug nicht abgestürzt wäre. Habe ich mir die Toilette angeschaut? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach so, hier doch, klar. Ich, Alter, bin ja noch aufs Klopapier eingegangen und so. Naja, gehen wir mal da weiter vorne durch. Oh oh. Hier sind auf jeden Fall Viecher. Da vorne. Und sind das Banditen? Nee, das sind auch... Ich glaube, das sind Runner, oder? Die Taschenlampe nervt fast ein wenig beim Lauschmodus. Oh, der ist gerade umgekippt. Ist der tot? Nee, der lebt doch noch, oder? Der hat gerade noch gezuppelt. Hallo? Hey, du da? Nette Zähne. Oh Mann. So, jetzt aber Schluss mit lustig, ey. Wo sind die hin? Ich hatte doch eben noch Kreaturen ausgemacht, die da irgendwo stehen müssen. Die scheinen verschwunden zu sein. Die sind bestimmt hier im Raum. Manchmal geht das besser, wenn man durchs Fenster, durch die Wände guckt. Die ja quasi dann als Fenster agieren, weil man dann die Silhouette sieht.
die Silhouette der Kreatur, die gerade da im Lauschmodus aktiviert wird. Oh Gott. Ich habe hier irgendwie schwere Bauchschmerzen, gerade hier lang zu watscheln. Hier ist der Elevator. Oder? Ne, US Army hat das Ding auch versperrt, okay. Mit den Amis ist es nicht zu spaßen, sollte man sich nicht mit anlegen, aber die Infizierten haben es trotzdem getan und gewonnen. Guerillakrieg war noch nie die Stärke der Amerikaner. So. Da irgendwie da vorne hoch vielleicht? Könnten wir dazu was benutzen? Weil das erscheint mir doch wirklich sehr hoch, also dass wir da hochklettern können. Ich glaube nämlich nicht. Aha. Schön mitnehmen. Immer schön mitnehmen. Alles, was ich sehe. Oh, ich muss gerade noch mal in der Taschenlampe wackeln. Die gibt sonst wieder ihren Geist auf. Also ich würde eine Flaschenfabrik aufmachen hier bei The Last of Us. In Pittsburgh oder in Boston. Oh Mann. Okay. Da vorne ist auch noch irgendein Raum. Das war die Küche. Die haben wir ja eigentlich zu Genüge analysiert. Oder? Hm, soll ich da nochmal reinwatscheln? Ich habe gerade was gehört. Der liegt nicht mehr da. Scheiße, Mann, der liegt nicht mehr da. Der hat sich gerade wahrscheinlich verwandelt. Oder ist der weg, einfach vom Spiel weggenommen worden? Also wenn das jetzt nicht vom Spiel ist, ist es irgendwie verdammt gruselig. Ich glaube, der liegt wirklich nicht mehr da. Gut, komm, wir gehen weiter darüber. Wir müssen uns weiter hier durchtrauen. Wir müssen irgendwie da nach oben kommen, wo dieses gelbe Tuch hängt. Das wird die Lösung sein. Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln können wir uns dadurch manövrieren? Gibt es hier irgendwie ein Brett? Oh, hier auch eine tolle Karte. Das Daily Menu, das tägliche Menü. Köstlich, sage ich Ihnen, die Damen und Herren, köstlich. Hier kann man doch nicht einfach so hoch, oder? Nee, kann man nicht. Das Ding können wir auch nicht rüberschieben. Wo dieser gute Concierge steht oder der Kellner eben und uns zuweist, uns einen Tisch gibt. Und hier ist alles blockiert. Hier vorne wäre theoretisch auch noch ein Aufgang. Den wir aber auch nicht nutzen können, indem wir einfach hier hochklettern, leider Gottes. Naja, hier ist echt schön, aber hilft uns jetzt nicht weiter, wie wir da hochkommen. Irgendwelche Gegenstände muss es geben. Ein Staubsauger, natürlich, der wird der Schlüssel sein. Hier irgendwas im Wasser eigentlich? Könnten wir auch super was verstecken eigentlich in so einem Wasser. So, Staubi, komm mal her. Ich hab mich dann einfach an dem Staubsauger fest und dann komme ich da hoch. Theoretisch gibt es ja schon deutlich mehr Möglichkeiten, als hier angebracht werden. Wenn man mal überlegt, ich könnte mich ja jetzt ernsthaft da irgendwie was aus dem Staubsaugerkabel zusammenbasteln, das da hochwerfen und mich dann da hochzerren. Das dürfte ja eigentlich funktionieren. Ist ja gar nicht mal so unrealistisch. Aber das geht hier im Spiel nicht. Also alle Sachen sind halt... Aber es ist halt auch, wie gesagt, einfach nur ein Spiel. Dass man halt auch nicht zu realistisch nehmen darf. Aber es hat natürlich schon einen hohen Grad an Realismus. Gerade wenn man mal überlegt, auch dass es diese Ameiseninfektion ja wirklich gibt. Die aber nicht auf den Menschen übertragbar ist. Dass es wirklich Pilze gibt, die die Ameisen infizieren und die Ameisen umwandeln. So, liebe Freunde, ich würde mal sagen, ich suche mal hier weiter, bevor ich euch zu Tode langweile. Und melde mich in wenigen Sekunden zurück. Ja, da bin ich auch wieder zurück und ich bastel mir jetzt erstmal ein Medikit. Musste die Folge gerade nochmal neu reinladen, beziehungsweise die Folge, das Spiel meine ich natürlich, denn ich habe mir wirklich eine halbe Stunde einen abgesucht und habe dann herausgefunden, im Internet in einer Komplettlösung, weil ich echt nicht mehr wusste, wie es weitergeht, dass hier vorne eine Leiter liegen muss. Die lag bei mir aber einfach die ganze Zeit nicht da. Da war keine Leiter in meinem Spiel. Deswegen habe ich mir völlig umsonst eine abgesucht. Aber bevor ich jetzt hier auch noch weitergehe... Also, das ist echt kurios. Das war auf jeden Fall ein Spielfehler, der mich da aufhalten wollte, weiter zu zocken. Aber nix da, Freunde. Nicht mit mir, ja. So schnell lasse ich mich nicht überrumpeln. Bin aber doch froh, dass ich dann jetzt da einen Schnitt gesetzt habe. Sonst hätten wir hier wahrscheinlich drei Folgen mit Suchen verbracht. Ich gehe kurz nochmal in die Werkbank, weil ich jetzt nicht weiß, ob... Arbeit.
genau alles geskillt habe, weil ich ja das Spiel neu reinladen musste. Doch die Munitionskapazität ist erhöht. Wir können aber noch mehr. Wir könnten theoretisch auch noch die Schussfolge erhöhen. Oder den Rückstoß reduzieren. Oder die Reichweite erhöhen. Auch nicht schlecht bei so einer ganzen Aktion. Das Nachladetempo. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. So, die ist schon mal besser, die Schrot auf jeden Fall jetzt. Und ja, das hilft da. Den Rest können wir immer noch. Wir haben immer noch mehr. Wir können theoretisch, wir sind ja Werkzeug Level 2 mittlerweile. Den Rückstoß können wir eigentlich auch noch reduzieren. Obwohl, nee, komm, lieber die Schussfolge, oder? So. Das kann Leben retten. Sehr gut. Und jetzt hätten wir das erledigt, denn jetzt positionieren wir dort dann die Leiter auch endlich, was ich völlig nicht tun konnte, einfach gemeinerweise. Ich finde das ja immer ätzend, dann irgendwie, wenn du nicht weiterkommst. Und ich probiere es ja wirklich immer aus, aber da hilft gar nichts. Da musste man neu laden. Da war auf jeden Fall Schicht im Schacht. So, jetzt sprinte ich mal ein bisschen, damit ich hier nicht noch mehr Zeit herumtrödel. Jetzt schnappen wir uns hier die Leiter und heben die natürlich selbstverständlich an dieses schöne gelbe Ding dran, wie ich es eigentlich ursprünglich vorhatte. Es war ja auch sehr offensichtlich mit dieser tollen gelben Matte da, die da liegt. Oh Scheiße, oh Scheiße. Der will uns ersäufen. Dieser Penner. Boah. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schnapp dir die Knarre, Joel, schnapp dir die Knarre. Scheiße, 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 scheiße. Ellie. Mann. Den habe ich hier voll erwischt, hä? Ja, allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hey, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Ellie hat das erste Mal jemanden zur Strecke gebracht und es war nicht einfach, aber die Aktion war auf jeden Fall vonnöten, auch wenn es Joel nicht zugeben mag. Wir werden es erfahren, wie es weitergeht in der nächsten Folge.